Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Atas und mit Michael Burgstaller. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen das Webinar haben und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind. Und ich sage mal auch Moin Moin an Carsten. Schön, dass du da bist. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und wir starten doch direkt mit dem Risikohinweis. Denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, heute ein spannendes Thema und ist auch bei uns im Service immer wieder auch mal gefragt. Von daher freue ich mich sehr auf den Inhalt heute und gebe sehr gerne weiter an Michael. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Ein herzliches Grüß Gott aus Österreich. Kann man mich gut hören und sehen? Wichtig. Jawohl. Wolfgang, der ist schneller wie die Polizei. Gut, der Schirm ist da, ich bin zu hören. Wir machen heute Volumenprofil. Ich möchte es aber anders machen wie zuvor. Wir haben schon einmal das Volumenprofil gemacht, hier im Kanal. Und ich möchte die Grundkenntnisse wirklich nur ganz schnell anschneiden für die, die das erste Mal dabei sind. Und ich möchte dann auf den Charts mit euch gemeinsam, wie soll man sagen, Research betreiben und aufzeigen, was das Profil kann und was es nicht kann. Wir werden auch darüber reden, wann es Sinn macht und wann es nicht Sinn macht. Und wie immer zuvor gibt es ein kleines Feature-Update von meiner Seite, was sich bei Atas tut, was sich in der Entwicklung tut. Das werden wir heute auch relativ kurz, kurz anreißen und nicht zu lang verweilen bei dem Thema, damit wir genug Zeit an den Charts haben und uns wirklich einmal was anschauen können, was man mit Volumenprofilen macht, warum viele das Volumenprofil, ich sage es jetzt bewusst, falsch verwenden. Es gibt an der Börse, ich halte es da mit meinem Kollegen Oliver, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber grundsätzlich ist das Volumenprofil was berechnet wird anhand echten Volumina. Und man hat dann diverse Marken wie die Value Area und so weiter und so fort. Und hin und wieder macht es einfach keinen Sinn, das so zu verwenden, wie es einem das System ausspuckt. Das muss man wissen. Und damit man das weiß, muss man es verstehen. Und ich versuche, das so gut wie möglich zu erklären. Ich hätte gern, wenn ihr Fragen habt, bitte jederzeit Frage stellen. Das könnt ihr in diesem Kästchen machen, sehe ich da gerade. Ich versuche auch alles, soweit es mir möglich ist, zu beantworten. Wenn es Fragen zu FX Flat gibt, ist der Nelson da, der Fragen beantworten wird. Und ich würde sagen, wir starten einmal grundsätzlich los mit einem kleinen Bild. Also sehen könnt ihr mich mit einem kleinen Bild, das wir da hier haben von Atas. Das ist grundsätzlich ist das mal das Volumenprofil. Wir haben eine Preisachse, wir haben eine Zeitachse und in diesen zwei Achsen bildet sich anhand des gehandelten Volumens ein Profil. Und was ihr hier seht, ist eben das perfekte Profil. Ja, also wir sehen an den Rändern ist weniger und in der Mitte ist ein bisschen mehr. Also in der Mitte von diesem Profil waren sich einfach Käufer und Verkäufer über einen bestimmten Zeitraum X einig und da sind einfach viele Kontrakte gehandelt worden. Das ist ein wunderbares, perfektes Profil, was wir so relativ selten sehen werden. Dann gibt es eben diese Value Area. In dieser Value Area werden 70%, 69% des Maximalhandels, also alles, was dort gehandelt wird, ist eben in der Value Area. Das ist ein Prozentsatz. Das grundsätzlich zum Volumenprofil. Ja, also das ist das, was in den Büchern überall zu lesen ist, wie so ein Profil ausschaut. Ich habe euch jetzt vorenthalten, die Erneuerungen, die setze ich hinten ran. Und dann schauen wir uns ganz kurz in einem normalen Chart an, wie sowas ausschaut. Also für die ganz Neuen hier jetzt. Ne? Also die Markttiefe machen wir mal weg. Und wenn man in Atlas einen Chart aufmacht, es ist egal welchen Chart und welches Instrument, hat man standardmäßig ein Volumenprofil auf der linken Seite. Wenn man doppelklickt,
kann man eben die Periode, der aktuelle Tag oder der letzte Tag oder die Woche und so weiter einstellen. Und da wird halt abgelegt, beziehungsweise in das Diagramm gepackt, wie viele Kontrakte auf welchem Preis gehandelt werden. Ja, also auch der 40.000 und dann rendern hier nur 2.000. Also alles, was hier im Prinzip, ich zeige es euch hier, kleinen Moment, das ist auf diesem kleinen Monitor oft etwas schwierig. Also wir haben das Smart Tape, hier sehen wir alle Transaktionen, die die Händler weltweit machen am S&P 500. Also alles, was hier durch das Ticker Tape geht, wird hier im Profil dann abgelegt. Und so entsteht über eine gewisse Zeit ein Profil. Und dann gibt es halt Lehrmeinungen, die sagen, dass man mit dem Profil was anfangen kann. Ja, und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, wie man damit arbeiten kann. Ich möchte euch nur zeigen, wie man es jetzt da in Atlas verwendet. Und anhand eines praktischen Beispiels, weil wir haben bald Jahreswechsel, zeige ich dann auch noch was am Tageschart. Weil es gibt doch irgendwo immer Unkenrufe aus verschiedenen Richtungen. Ja, das funktioniert alles nicht. Du brauchst das Ganze überhaupt nicht. Naja, brauchen tue ich gar nichts. Brauchen tue ich genau das, was funktioniert für mich, wenn ich handle. Und wenn einer nur technische Analyse macht oder nur, keine Ahnung, Mondphasen und er ist damit erfolgreich und es funktioniert, dann soll er das bitte machen. Mit dem ich ein bisschen ein Problem habe, ist grundsätzlich zu sagen, dass das alles für nichts ist. Ja, und wir werden uns dann anschauen, warum ich behaupte, dass diese Aussage falsch ist. Also, in Atlas machen wir Grundsätzliches, wie man zu den Profilen kommt. Falls man einen Chart hat, wenn man kein Profil hat, hat man die Möglichkeit eben mit dem fixen Market Profile, das an der linken Seite hier einzufügen. Man hat auch die Möglichkeit, mehrere einzufügen mit verschiedenen Zeitrahmen. Ich kann das Ganze links stellen, ich kann das Ganze rechts stellen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, also wir machen jetzt nur ganz kurz Praxis, damit sich auch jeder auskennt und dann, wenn er das Video schaut, die Sachen nachmachen kann, was ich da versuche zu zeigen, etwas später. Dann hat man hier im Prinzip das Zeichenobjekt, das heißt, ich kann mal einen bestimmten Bereich einzeichnen, dann rechnet der natürlich raus aus diesem Bereich, wie viel ist gehandelt worden und macht daraus ein Profil. Also überhaupt kein Hexenwerk, das Ganze. Ja? Das ist Möglichkeit Nummer zwei. Möglichkeit Nummer drei ist, es gibt Indikatoren dafür, wenn man laufende Charts hat. Diesen Indikator fügt man hinzu und dann kann man noch sagen, die Periode, also in dem Fall sagt er täglich, das geht runter bis und hoch monatlich bis minutenmäßig. Man kann sie auch auf Zeit einstellen, dass man sagt zum Beispiel, man möchte nur die US-Session haben. Wir lassen es jetzt einfach mal auf täglich. Das heißt, ich habe einen ganzen Chart, ich lade da mehr Historie rein. Das machen wir mal ganz normal 50 Tage. Ja. Jetzt macht er 50 Tage auf M5 und der Indikator zeichnet mir jeden Tag eben das Profil rein. Ja. Da haben wir zum Beispiel, wie jetzt aus dem Beispiel, was wir gerade gehabt haben, ein schönes Profil. Hier haben wir kein schönes Profil, mehr oder minder. Hier haben wir auch kein schönes Profil. Und einige, die was sich mit dem Volumenprofil beschäftigen, die wissen schon, auf was ich raus möchte. Ja. Aber zuerst machen wir mal geschwind noch weiter, wo man noch Profile hat in Atlas. Ich klone schnell mal das Fenster, schmeiße den Indikator raus, gehe in den Footprint-Modus rein, mache die Kerzen ein bisschen größer auf 30 Minuten, dass sie ein bisschen größer sind, gehe in den Footprint-Modus rein und auch im Footprint-Modus habe ich eben die Möglichkeit, den Footprint selber auf Volumen zu stellen und aber auch auf Volumenhistogramm zu stellen. Das heißt, ich kann mir aus jeder Kerze im Prinzip ein Volumenprofil bauen. Ja, das kommt eben drauf an, auf den Einsatzzweck, ob ich es jetzt einzeichne, ob ich jetzt den Footprint hier verwende, ob ich den Indikator verwende oder das Fixed Profile hier verwende. Ich habe auch die Möglichkeit, auch noch im DOM, aber das ist ein anderes Webinar, auch noch Volumenprofile reinzustellen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mit dem Volumen und mit dem Profil in Atlas umgehen kann. Man hat auch noch für die Leute, die in Excel arbeiten und so weiter und so fort, hat man hier nur All Prices. Hier kann ich mir auch anschauen lassen. Es ist das gleiche als das Profil, nur halt hier nur numerisch dargestellt. Ich habe den Preis,
Ich habe das Volumen, ich habe die Trades vor dem aktuellen Tag. Und wenn ich mir hier zum Beispiel das Volumen sortiere, dann habe ich hier mein Maximalvolumen auf diesen Preis und das ist im Volumenprofil der POC, der Point of Control. Das ist im Profil in dieser Zeit das Maximum. Das heißt, auf diesem Preis ist das Maximum gehandelt worden. Und wie ihr seht, die Value Area, diese 70%, wo der maximale Handel stattgefunden hat, der bewegt sich eben auch und der bleibt auch nicht immer gleich, weil ja die Verteilung vom Profil immer eine andere ist. Und ich hoffe, das wissen die meisten. Also einige sind hier, die sind ja schon öfters dabei gewesen. Und für die Neuen ist es halt einfach ein Diagramm, was dir zeigt, in welchem Preisbereich eben der meiste Handel oder viel Handel stattgefunden hat. Das sind eben dann die Spitzen, wo mehr los ist. Und die umgekehrte Sache ist, in welchem Bereich in welchem Preisbereich es absolut uninteressant war, für viele Händler da überhaupt aktiv zu werden. Und diese Extremen, also die Bereiche, wo es extrem interessant sind und die Bereiche, wo es extrem uninteressant sind, diese fungieren gerne als Punkte am Chart, wo ich mich sagen traue, das sind Punkte am Chart, die ich mir gern anschaue, um dort unter Umständen aktiv zu werden. So ein Profil kann dir nicht sagen, wo die Reise hingeht. Das kann kein Indikator und kein Tool auf dieser Welt, aber so ein Profil kann dir zumindest sagen, ohne irgendwas errechnet zu haben, ohne irgendwo Mondphasen einfließen zu lassen, es kann dir sagen, welche Preise sind für Händler auf der ganzen Welt interessant zu handeln und welche Preise sind absolut uninteressant zu handeln. Also der Rückschluss ist, das haben wir am vorvorfolgenden Webinar besprochen, der Preis auf jeden Asset, also fast auf jeden Asset, sucht sich immer Value. Das heißt, es ist der S&P 500 jetzt gerade, hat einen bestimmten Wert. Ja? Und dieser Wert ändert sich natürlich mit der Preisfluktuation. Und der vorige Value-Wert heute am Tag war da oben. Ja? Also hier waren sich Käufer und Verkäufer extrem einig, dass das passt. Mehr oder minder. Ja? Das heißt, ein Preis bewegt sich von Value-Zone zu Value-Zone. Also von Wertebereich zu Wertebereich, weil ja durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Politik, Kriege, Naturkatastrophen, auch Zinsentscheide und so weiter und so fort, der Wert eines Instruments oder einer Währung oder Orangensaft eben ins Schwanken gerät und die Marktteilnehmer, also wir alle, machen im Prinzip einen neuen Preis und bestimmen, was diese Assetklasse oder dieses Asset wert sein soll. Das ist jetzt ganz einfach runtergebrochen, was das Ganze ist. Was ein Chart ist, ist im Prinzip nichts anderes, als wie das Ding, in dem Fall der S&P 500, sucht sich immer einen Preis, was es gerade wert ist. Und wenn sehr viele mit dem einverstanden sind, dann ist der Wert von diesem Preis in Ordnung. Verschiebt sich von außen irgendwas, politisch, eventmäßig und so weiter, zentralbankmäßig, dann geht der Preis auf die Reise und sucht sich einen anderen Wert, den er gerade wert ist. Also wir alle, die Marktteilnehmer, bestimmen dann den Wert. Und was halt gern passiert ist, dass vorherige Zonen, wo sich die Käufer und Verkäufer einig gewesen sind, gerne wieder angelaufen werden. Also der Kurs, das zwischendurch, diese starken Abverkäufe und so weiter, die Trendphasen, ich kann das kurz einmal hier, ein Top-Zeichentool, also das ist, ja, also wir haben meistens irgendwo eine Trendphase, dann laufen wir meistens seitwärts. In dieser Seitwärtsphase wird meistens Volumen akkumuliert und dann irgendwann geht entweder der Trend nach oben, der Trend nach unten oder wir laufen weiter und akkumulieren mehr. In diesen Trendphasen haben wir meistens relativ wenig Volumen am Profil und wo sich die Marktteilnehmer einig sind, kriegen wir mehr. Das heißt, wir haben dann meistens genau das wie in der, meine Zeichnungen sind nicht gerade optimal, aber wir haben dann meistens ein schönes Profil in dem Bereich mit dem Maximalvolumen und dann begibt sich der Kurs entweder weiter nach oben oder nach unten, das weiß kein Mensch, und geht dann halt gerne in einen Bereich rein, wo man schon mal Wert gehabt haben.
Ja, also das kann man, und das werden wir uns jetzt dann gemeinsam anschauen. Das kann man nicht nur messen, das kann man nicht nur zeigen, das kann man auch beweisen. Natürlich heißt das jetzt nicht immer, dass das passiert. Das kann auch sein, dass der Kurs dort durchrauscht und dann von unten noch einmal hier kommt, genau in diese Wertezone. Und das hat es im Prinzip dann ihr gefragt, dass ihr euch hinsetzt am Chart und euch das Ganze mal mit den Profilen anschaut und einfach einmal durchgeht, weil es ist an jedes Instrument auch ein bisschen anders. Ja, es gibt Instrumente, die schießen gern drüber und kommen dann zurück rein. Es gibt, der S&P 500 macht es ständig in dieser Seitwärtsphase, mal kurz nach oben, die Leute abfischen, dann gehen alle long rein, dann geht er wieder runter, massiert die ganzen, die long reingegangen sind, nach unten wieder, und dann das ganze Spiel wieder nach oben und so weiter und so fort. Noch was, was ganz wichtig ist. Volumenprofile sind mehr oder weniger fraktal. Das heißt, alles, was wir hier am 5-Minuten-Chart machen, von der Theorie her, funktioniert am 1-Minuten-Chart genauso. Es funktioniert am Tageschart genauso. Und dann nehmen wir mal einen praktischen Chart her von der ganzen Geschichte. Ich habe hier einen Tageschart. Ich lösche da jetzt da alles raus, was ich da drin habe, oder ich verschiebe das, wenn wir es später brauchen. Das machen wir neu, damit ihr seht, wie man das macht. Ich habe hier einen Tageschart klar mit 900 Tagen. Und wir sind hier irgendwo im Bereich hier drüben Ende 2022. Und ich habe hier blau markiert den 3.1.23. Das ist der erste Handelstag in diesem Jahr. Ich schiebe das so rüber, damit wir nicht sehen, was kommt. Und ich hau jetzt da hier in den Chart einen Fixed Profile rein und ich modifiziere das und ich möchte haben, dass es nicht der aktuelle Tag ist, sondern Custom. Ich möchte nämlich meinen Bereich jetzt selber wählen für euch, damit ich euch zeigen kann, was ich euch zeigen will. Das geht nämlich sonst nicht. So, ich kann, wenn das auf Custom gestellt ist, das ganze Werkel hier, kann ich einen Start und einen Endpunkt definieren. Und wir haben jetzt da bald wieder Jahreswechsel und wir schauen uns das dann am aktuellen Kurs auch an. Und wir sind hier am Tageschart. Ich habe gesagt, alles, was im Kleinen funktioniert, funktioniert vom Prinzip her im Großen genauso. Und was ich machen würde, und das macht am Volumenprofil den meisten Sinn, ist einmal die Value-Zone Ende des Jahres hier als einmal definieren. Das heißt, ich schaue mir das an und sehe hier sofort eine, zwei, eine kleine, hier unten auch eine. So, und jetzt habe ich aber eine gesamte Value Area. Passt da auf, es gibt da draußen Strategien, die sagen, bei der Value Area High macht das, bei der Value Area Low macht das. In Wirklichkeit haben wir hier drinnen mehrere Profile in diesem Zeitraum, die alle eine Value machen, die alle einen POC haben und die alle eine Kurve darstellen. Das heißt, wenn ich hergehe und sage, ich habe hier mein Zeichenobjekt und ich mache mir hier eine schöne Kurve rein. Dann habe ich zum Beispiel diesen Bereich, den was ich im Gesamtprofil abgetragen habe, habe ich jetzt hier drinnen. Ja, und wenn ich mir die Seitwärtsphase anschaue, dann habe ich eben einen schönen Value-Bereich und die Value Area High und Low für diesen Zeitraum. Also hier ist extrem aufzupassen. Wo das ohne Probleme, sage ich mal, funktioniert, wenn ich eine schöne Value-Kurve habe. Ja. Und nicht drei, vier verschiedene Dinge. Aber schauen wir es dann später an. Gibt es hierzu Fragen? Es gibt keine Fragen, dann mache ich gleich weiter, damit wir da uns ein bisschen was anschauen können. So, gut, jetzt haben wir Ende des vorigen Jahres und ich schaue mal halt an, value-mäßig was geht. Und natürlich haben wir hier eine Seitwärtsphase, die was sich ein bisschen verbreitert und die nehmen wir rein. Jetzt haben wir hier im Prinzip von, das wissen wir noch nicht. So, Chart geht bis daher. Wir haben die erste Seitwärtsphase und wir sehen definitiv, hier entsteht irgendwo Value. Und ich mal mir einfach hier was rein. Ja, also, ich mal mir drauf der Value, hello, ganz, ganz schlampig. Ja, mache ich mir hier was. Das heißt, hier ist Value. Dann haben wir den Jahreswechsel und den ersten Handelstag. Und okay, das ist noch nicht wirklich was, was es hergibt, aber wir kommen in diese Value hier wieder rein. Ja, schauen wir uns das an. Tag für Tag schauen wir uns das jetzt an. Ja, also wir haben hier einen Value-Bereich und wir haben hier unten, wenn wir das anschauen, das sehen wir jetzt schon alles. Also ich versuche den Chart nicht zu weit nach vorne zu drücken.
Wir haben hier einen starken Value-Bereich mit einem POC. Den wollen wir jetzt auch einmal ein. Ja. Von mir aus in einer anderen Farbe oder sonst irgendetwas. Die machen wir es am schönsten. Ist egal. Malen wir uns den ein. Diesen Value-Bereich hier unten. Ja. Dann handeln wir weiter. Und wenn ihr euch das so anschaut, dann könnt ihr auch lernen bzw. ein Gefühl dafür kriegen, wie das Profil sich entwickelt, wie das vonstande geht. So. Und hier kommen wir von dem unteren Value-Bereich. Wir sehen das Ganze im Chart hier noch nicht. Ich versuche das wirklich so schön wie möglich zu machen. Also ich fahre ein bisschen zurück. Der POC ist unten. Seht ihr das im unteren Bereich, was ich eingezeichnet habe? Der Kurs steigt nach oben und bildet oben den Value-Bereich von Tag zu Tag. Seht ihr das? Und der POC ist nach oben gehüpft und wir haben hier einen Value-Bereich, richtig? Dann nehmen wir weg. Den zeigen wir auch ein. Gut, das ist irgendwo hier, ne? Richtig? Irgendwo hier, vielleicht ein bisschen weiter runter. Also, was sagt uns das? Das ist im Prinzip das, was ich anfangs gesagt habe. Value-Zonen, das heißt, wo viel umgesetzt wird, laufen meist mit Seitwärtsphasen einher. Wir sind hier im Chart, wir sehen noch nicht, was kommt. Richtig, wir haben uns die untere Value-Zone, die mittlere alte Value-Zone eingezeichnet und im Prinzip laufen wir weiter. Ne? Geht runter in die vorige Value-Zone von der oberen, das ist diese schöne Zeichnung, die ich doch gerade gezeigt habe, dass wir Value-Zonen haben, gerne dorthin gehen, wo Value-Zone war. Und von dort geht es dann wieder weiter, entweder wo Value-Zone ist oder wenn wir am Allzeithoch sind, dann haben wir noch oben keine Value-Zonen. Dann muss man sich an dem orientieren, was man hat und Rückläufer kaufen. Und wenn man Rückläufer kauft in einem aufwärtsgerichteten Trend, dann macht man schon einmal was nicht komplett falsch. Ja. Also, wir haben hier im Prinzip herunten eine Zone gemacht und wir sehen ja das Ganze vorher noch nicht. Also, keine Scharlatan-Partie. Voriges Webinar hat einer gesagt, ich mache hier Sternzeichen-Thematik. Also ich habe hier diese Zone und das ist im Prinzip am 6.1., am 6. Jänner ist die Zone eingezeichnet und wir verlassen diese Zone, die untere. Ja. Am 6.2., also ihr müsst euch auch mal anschauen. Ja, das sind schon einige Tage, die da laufen. Ja, also am 9., nehmen wir am 6.1. sind wir fertig, wir zeichnen das ein, gehen rauf, das Profil gibt uns da wieder die Information, hier machen wir Value Zone. Versuch das so zu machen für euch. So, das haben wir eingezeichnet, wir wissen ja nicht, dass dann runtergeht, aber wir wissen, also das wissen wir ja noch nicht. Ja, wir wissen, dass hier oben Value-Zone gebildet wird. Und erst mit dem Ausbruch dann, schauen, ob das ausgeht, ja, erst mit dem oberen Bereich hier, bei dem Ausbruch kommt dann, ist der Bock auch noch, der Change dann von unten nach oben und dann haben wir die Zone zum Einzeichnen. Das heißt, die Zone ist irgendwo einmal am 16.2. eingezeichnet. So. Jetzt ist es aber so, dass der Kurs nach unten geht und wir sind hier unten am 10.3. Wir haben die Zone eingezeichnet am 4.1. 2 Monate später, genau in diese Value-Zone und prallt von dieser ab und macht sich wieder am Weg nach oben. In diese Value-Zone, die wir am 15.2., ist wirklich der späteste Moment, 16.2. eingezeichnet haben, geht hier rauf. Was macht er da? Er macht noch mehr Value. Das heißt, er verstärkt das Profil. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Das, was wir da gehabt haben, die Value-Zone. Wir sind hier fertig geworden, sind nach unten gebrochen. Geht von unten rauf, wieder in die Value-Zone. Und jetzt passiert das. Da sind sich die Käufer wieder einig. Das heißt, der Bereich wird höchstwahrscheinlich dicker werden. In dieser Seitwärtszone wird sehr viel Volumen gedreht. Der Bock geht nach oben. So.
Was passiert dann? Dann verlassen wir diese Value-Zone nach oben. Ich kann vorher nicht sagen, ob der nach unten oder nach oben geht. Ja? Und das Ganze, was da hier passiert, sehen wir noch nicht. Das heißt, der geht nach oben, macht immer kleine Value-Zonen im Seitwärtsbereich. Ja? Seht ihr das? Ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Mach hier eine Value-Zone, mach hier eine Value-Zone und verweilt oben und macht hier eine Value-Zone. Die könnte man uns im Prinzip einmal. Seitwärtsphase macht Value. Das ist auch ein guter Bereich hier. Das sind Bereiche, was absolut uninteressant sind. Die könnten wir uns auch einzeichnen. Vielleicht in einer anderen Farbe, damit wir uns da nicht vertun. Also das ist jetzt ganz schlampig, was ich da mache. Ja, es ist ganz schlampig, aber ihr sollt halt sehen, das ist nicht so ein kompletter Blödsinn mit diesem Handelsvolumen, wie manche sagen. Dann geht der Kurs darauf, da haben wir Value Zone und hier unten haben wir ja die stärkste von dem ganzen Profil, diese Value Zone. Sehen wir aber noch nicht, weil wir sind hier am 7.8. Dann marschiert der Kurs weiter am 26.10. Also 7.8., 26.10. Das ist doch eine schöne Zeit. Und da sagt man dann oft, der Markt hat ein Gedächtnis. So. Markt geht hier runter, macht hier die Korrektur und macht sogar ein bisschen Value dann. Genau auf den Level, wo hier die Value-Zone war. Prallt unten wieder ab, wo wir vor 2 Monaten eingezeichnet haben, dass hier eine interessante Zone ist. Und geht durch rauf, bleibt hier noch einmal stehen, weil der Value war, und geht genau darauf zu diesem Bereich. Und das ist der heutige Tag, der 6.12. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip am Tageschart ganz schlampig, ja, ganz dirty, eine kleine Volumenanalyse gemacht, wo nichts dahinter ist. Wir haben nur geschaut, wo ist Value, wo ist es interessant für Leute zu kaufen, verkaufen, wo sind sie sich einig und wo waren wir vorher und wo gehen wir hin. Ist das für alle klar? Gibt es dazu Fragen? Das ist jetzt nur grundsätzlich, wie man sowas machen kann. Gibt es Neuigkeiten zum Market Profile TPO? Das kommt drauf an, welche Neuigkeiten. Gut, um sich das anzuschauen, deswegen habe ich am Tageschart gemacht. Das heißt, wir haben das ganze Jahr jetzt im Prinzip in 10 Minuten durchgemacht, mehr oder minder. Und man kann das natürlich dann auch verfeinern. Ja, man kann sich dann schon anschauen, wir haben hier eine kleine Value-Zone, hier eine kleine Value-Zone. Und der Markt hat definitiv ein Gedächtnis. Und man kann sich das schön mit dem Zeichenobjekt, das kann man sich schnappen, dann stellt man das relativ eng und dann kann man vom Anfang des Jahres, jetzt schaut es mal genau hin und ich switch einfach so durch, ich glaube, das sind 7 Tage und man kann ja förmlich sehen, wie sich dieser Value-Bereich nach oben und unten verschiebt und wo die Volumen reinkommen. Ja? Und ganz interessant ist, dieser Bereich war Value-Zone und es kommt immer wieder vor, da auch genauso. Dann kommt der Kurs rein und wird sofort nach oben oder hier nach unten gekauft. Sofort. Es sind 2 Handelstage, wo wir hier drinnen ein bisschen gekämpft haben. Ja, aber man sieht hier, und wenn man in die Kerzen reinschaut, das können wir auch machen, wir haben ja alles, damit wir so Sachen untersuchen können. Zeichenobjekt. Dann sieht man hier schon, dass am Anfang, das erste Mal, wenn wir hier reingestochen sind, ein bisschen Aktivität da war. Und das zweite Mal, wie der hier reingestochen hat, ist im Prinzip kaum was passiert. Nicht einmal irgendwas. Ja. Und hier ist natürlich im Nachhinein auch immer zum Aufpassen, wenn man solche Bewegungen anschaut. Sowas zum Beispiel, man ist am Tick genau an dem hoch. Man muss dort deswegen aufpassen, weil ich jetzt auswendig, ohne nachzuschauen, nicht weiß, ob diese Kerze durch News oder sonst irgendwas produziert worden ist. Da muss man aufpassen. Ja. Also wie gesagt, ich möchte euch nur die Funktionalität hier näher bringen. Ich bin, wie gesagt, kein Coach. Ich habe da diesbezüglich nichts zum Hergeben. Aber das ist einfach wichtig. Und wenn man sich das eben anschaut, ist es ja auch so, dass in einer Seitwärtsphase sich die Value ändert.
Also, ich habe jetzt gesehen, die hat sich da ein bisschen geändert und da gibt es ein schönes Zeichenobjekt für das, was man verwenden kann, indem ich mir den Bereich anschaue. Hier kann ich markieren und mir anschauen, wie sich der POC in dem Zeitraum, ja, wie sich der verhalten hat. Ja, und es ist ja zwangsläufig so, dass in einem Aufwärtstrend, Entschuldigung, in einem Aufwärtstrend sich der POC ja mit verstärkt. Das heißt, wenn ich mir anschaue, von dem ganzen Profil von da bis da habe ich hier meinen POC. Den hat er mal hier angezeichnet und er hat im Prinzip von der Hauptvalue, was wir uns eingezeichnet haben, das ist jetzt ein Jahresprofil vom Anfang des Jahres bis fast Ende des Jahres, ist aufkumuliert, hat er genau hier im Prinzip in diesen Bereich reingezogen. Und wenn wir uns das anschauen, ich versuche da jetzt ein bisschen sauber zu machen für euch, weil sonst sieht es nichts. So, weg, 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 weg. Wenn ich mir das anschaue, wo wir hier unterwegs sind, dann hat der im Prinzip den POC um 50, 65 Ticks nach unten hat er den genommen und ist dann nach oben. Also wie gesagt, das sind Tagescandles hier. Ja. Das sind Tagescandles. Aber man ist im Prinzip, wenn man sich das restliche Profil jetzt wegdenkt, ja, dann hat man hier im Prinzip einen POC und eine Value Area und eine Value Zone. Ja. Restliche Profil wegdenken. Und dann sind wir genau in dem Bereich drinnen, wo das Volumen zustande gekommen ist. Das Volumen, das entstanden ist von April bis Mai. Und dann sind wir im Prinzip einige Monate später, nämlich 5 Monate später, kommen wir in diesem Bereich. Und da passiert was. Ja, also es ist nicht, man kann das nicht abstreiten. Wenn man sich das anschaut, man kann es nicht abstreiten, dass Value-Zonen später wieder, im Prinzip, die habe ich jetzt gelöscht, dass Value-Zonen später wieder vom Markt her im Prinzip definitiv, dass dort zumindest was passiert. Wo die Reise hingeht, kann ich euch nicht sagen, aber es passiert da was und man kann ja, wenn man das am Radar hat, wir sind hier am wie gesagt, das ist jetzt ein ganzes Jahr. Da können wir ja dann runtergehen im Prinzip vom ganzen Jahr und gehen wir dann heute halt auf den 4-Stunden-Chart runter. Dann habe ich das Ganze hier drinnen. Ich werde jetzt einfach mal die Historie ein bisschen reduzieren, wenn wir kleinere Timeframes nehmen. So, jetzt sehen wir im Prinzip das Gleiche am 4-Stunden-Chart. Und dann kann man sie natürlich auch hernehmen am 4-Stunden-Chart. Und deswegen habe ich gesagt, das Zeug ist fraktal. Ja. Kann ich mir Seitwärtsphasen einzeichnen und kann mir hier auch wieder Levels schaffen und finden. Ja. Das funktioniert nicht nur im Kleinen, das funktioniert auch im Großen. Ja. Und wenn man runtergeht auf den Minuten-Chart, und jetzt haben wir dann irgendwo unterwegs. Ich reduziere hier mal auf 10 Tage. Jetzt sind wir da irgendwo unterwegs in einem Bereich, was ihr alle auch täglich verwendet. Ja, also 5-Minuten-Chart, Minuten-Chart. Und dann habt ihr meistens im Prinzip den Indikator wahrscheinlich drinnen. Hier geht es dann her und habt TPO and Profile drinnen. Meistens hat jeder ein Tagesprofil und ein Vortagesprofil drinnen. Und das schaut dann alles so aus, mehr oder minder am Minuten-Chart. Ich habe da echt einen kleinen Monitor. Das wird zum Problem, macht nichts. Ich stelle euch das schnell ein. Wenn es Fragen gibt, schreibt es mir die Fragen nebenbei rein. Ich hoffe, ich bin nicht zu kompliziert für euch. Ja. Also, wenn wir das einmal so zusammenschieben, dann werden wir den Ganzen nach hinten schieben und dann werden wir die Transparenz ändern. Area-Farbe brauchen wir eigentlich nicht. Wo ist meine Transparenz? Ich liebe es, mit der Alpha-Version zu arbeiten. Ich finde sie nicht. Tut nichts zur Sache. Also, das heißt, ihr seid dann irgendwie so unterwegs, ihr habt dann jeden Tag irgendwo ein Profil, ein Tagesprofil. Und das sehe ich halt dann oft. Ihr habt die Value Area da drinnen, der POC ist in Ordnung und ihr habt dann eine berechnete Value Area drinnen. Ja, und das ist. So wie in dem Fall ist es einfach suboptimal, das zu machen. Ja.
Also ihr seht hier im Prinzip einige Zonen, ja, und wo wieder nichts los war, wo er kurz durchrauscht, ja, wenn da kein Volumen zustande kommt, kann er entweder sofort umdrehen, weil keiner da ist, der weiterkauft oder verkauft oder geht komplett durch mit wenig Volumen. Ja. Und hier haben wir eben dieses Phänomen. Im Prinzip, der Tag startet hier, macht hier unten Value, bricht kurz oben aus dieser Value, geht wieder unten in die Value rein und fährt durch auf. Es ist in Wirklichkeit so zum Handhaben, dass das, was da passiert, im Prinzip so zum Handhaben ist. Und das, was da unten passiert, das ist ein Blödsinn, so zum Handhaben ist, dann habe ich hier Value-Zone, POC und eine Value-Area, die zu dieser Zeit noch passt. Ich kann nicht die Value-Area vom Gesamtprofil hernehmen, wenn ich so ein zerrissenes Profil habe. Das ist, hier macht es natürlich mehr Sinn. Wenn ich ein schönes Profil habe, dann kann meine Verteilung von die 70% passt dann besser. Ja, das passt dann natürlich besser. Und da ist genau das, was ich euch gesagt habe, jetzt haben wir einen Minutenchart. Du hast im Prinzip eine Value-Zone, dann fährt das Ding seitwärts und holt die Leute oben raus, geht runter, holt sie unten raus, geht hoch. Und meistens, das ist auch was zum Niederschreiben, ist es so, wenn Ausbrüche auf verschiedenen Seiten kommen, das könnt ihr euch anschauen, recherchiert das, und der Ausbruch nimmt das vorige Ausbruchs hoch raus, dann kommt sehr oft vor, dass er die komplette Range durchläuft. Ja. Und was er sowieso gerne oft macht, und das ist bei jedem Markt so, das ist Return to Median. Das heißt, er geht gerne in die Mitte zurück. Ja. Also das könnt ihr euch, ich habe mir da im Prinzip das FIBO-Werkzeug, habe ich mir hier zweckentfremdet. Ich weiß noch nicht, ob es, ja, ist noch eingestellt. Das heißt, ich habe dann meistens eine Value-Zone, die messe ich mir aus, nehme mir dann die Mitte raus und dann habe ich im Prinzip immer so einen schönen Anhaltspunkt, wann das Ding zur Mitte zurückrennt. Das ist ein bisschen aus meinem Nähkästchen, ne? Gesprochen, was ich gern mache. Ja. Und wie gesagt, das unten ist alles zum Vergessen. Man kann dann natürlich sagen, das ist ein P-Shape, aber das ist alles zum Vergessen. Das Profil ist schön, das ist eine schöne Verteilung, da passt die Value Area High und Low auch gut und dann funktionieren so Sachen. Oder eher. Ja. Es gibt x verschiedene Ansätze, wo sagen, ja, beim Ausbruch von der Value Area High kauft dann den Rücksetzer auf diese. Alles schön und gut. Das kannst du aber nur machen, wenn die Value Area eben ein schönes, eine schöne Value umgibt. Ich kann das nicht machen, wenn ich ein Profil habe, das was super zerrissen ist, wo meine 70% dann einfach nicht mehr passen. Ja. Hier schaut es ja super toll aus. Ja, hier hat er die Value Area Low oder da angetestet. Dahinter ist ein, ich glaube eher, dass nicht die Value Area Low für das zustande kommen, dieses Abprallers war, sondern weil ich hier einen Bereich habe, wo einfach kein Volumen drinnen ist. Ja, also da müsst ihr aufpassen, weil das, ich lese auch viel von diesen ganzen Geschichten, was so in Blogs und so vorkommt, aber das ist relativ selten der Fall, dass der Deswer sagt, dass bitte diese Value Areas nicht immer stimmen müssen. Nicht stimmen, nicht im Sinne, dass es ein kompletter Blödsinn ist, aber die werden anhand des Profiles berechnet. Und wenn das Profil einfach einen längeren Zeitraum hat, ich zeige euch das, wenn ich das einfach auf, jetzt machen wir einfach mal ein wöchentliches Profil. Ja, das ist eine schöne Woche. Da darf man nicht schimpfen. Ja. Das geht auch noch. Das ist auch eine schöne Woche. Nur wenn ich eine Woche habe, die was extrem viele Value-Zonen hat, dann bitte passt auf, dass diese Value-Area nicht blind verwendet wird. Gibt es zu dem ganzen Themenkomplex Fragen? Bin ich zu kompliziert? Braucht es einfacher? Okay. Dann weiter im Programm, wenn es dazu nichts gibt. Ja, aber am besten ist, dass diese Videos werden, nach dem Webinar wird das ja hochgeladen auf YouTube und am FXFlat-Kanal könnt ihr euch das anschauen. Und wenn es euch einmal langweilig ist, dann versucht es das einfach einmal. Ja, das, was ich zum Beispiel im Jahreschart gemacht habe, das kann man ohne Probleme
am Tageschart machen. Jetzt nehmen wir uns einfach unseren M30 her. Brauchen ein paar Candles. Ich schmeiße jetzt mal alles raus. Wir machen es wieder nackt. So, wir müssen irgendwo anfangen mit dem Ganzen. Und anfangen zum Einzeichnen. Irgendwo, bei irgendeinem Markt, ist völlig egal. Man kann es jetzt auch mit dem Zeichenobjekt machen, dann brauche ich nicht so herum tun. So. Das heißt, man fängt in dem Tag an und wir wissen hier schon, über 2 Tage im Prinzip ist da die Seitwärtsphase gelaufen mit extremen Volumen. Ich nehme das jetzt einfach her und zeichne wieder ein. Diese Zone. Okay? Diese Zonen müssen nicht immer halten, diese Zonen müssen gar nichts, der Markt muss gar nichts. Ich zeichne das einfach ein. Das ist passiert am 23.11., am 24.11. sind wir am ersten halben Tag noch immer seitwärts gerannt und dann irgendwann nach unten ausgebrochen. Den Retest nach oben in die Mitte, kann man auch messen. Also ich habe das jetzt relativ schlampig einzeichnet, aber wir können es ruhig tun. Ich hoffe, ihr kriegt einfach den Punkt, denn was ich sagen möchte damit. Ja, also. Punktlandung in die Mitte und geht von der Mitte dann runter nach dem Retest. Okay. Einen Tag später, also fast 24 Stunden später, geht die Reise genau in diese Value-Zone zurück und wird dort abgelehnt. Am Tick genau wieder Mitte. Okay. Dann kann man sich das weiter anschauen. Ich hoffe. Ich mache da jetzt keinen Blödsinn. Machen wir es mal halbtags. Also hier wird definitiv auch Value gemacht. Das ist auch eine Value-Zone, eine Seitwärtsphase, wo der Markt nach unten und nach oben Fake-Ausbrüche macht. Könnte man im Prinzip anlegen, ein Profil anlegen, hergehen und sagen, okay. Das ist irgendwo so, da ist der POC, da ist irgendwo der Value-Bereich. Machen wir es wieder recht dirty, schlampig. Zeichnen wir es einfach einmal schlampig ein. Up. So. Value-Zone. Jetzt sehe ich natürlich nicht so weit zurück. Musste man dann schauen, ob diese Zonen auch mal Value-Zonen war, weil er reingestochen ist. Und die ganzen Prinzip. Das ist dann was, was er ganz gerne macht. Umso mehr Value-Zonen sich anhäufen, nach oben oder nach unten, mit einem Vibe gehen die raus. Okay? Kann ich dann im Prinzip, ich kann sie drinnen lassen, aber zur besseren Übersicht. Da ist gewiped, diese Value-Zonen haben auch später noch Relevanz, wie man sieht. Die Value-Zone ist dann da wieder Value-Zone. Aber machen wir es einfach raus, damit wir hier den Schirm nicht voll machen. Also ausgewiped runter und schauen wir weiter. So. Wir haben hier Value gemacht. Definitiv. Ja, am Bock sowieso die Hauptvalue und hier oben haben wir ein bisschen Value gemacht. Ja, also kann man sich das müsste natürlich dann genau machen, nicht so wie ich. Hier was. Wenn man dann sagt, ganz daneben sind wir hier auch nicht, haben wir auch eine Volumenspitze. Wir haben hier auch eine Volumenspitze. Das sowieso, das ist vor die, fast dem ganzen Tag ist das hier der Bock und die Value-Zone, da können wir uns auch einzeichnen. So. Ihr habt das, oder? Also, wie gesagt, das sind keine Zufälle. Ja? Und man kann das Ganze dann noch mehr auf die Spitze treiben. Indem man sagt, okay, jetzt möchte ich es aber wissen. Ich mache mal kurz einen neuen Chart und zeige euch auch was Interessantes, wenn es darum geht, ob der Markt Gedächtnis hat oder nicht. Okay, machen wir nochmal den ES auf. Wir gehen hier auf den Daily Chart. Wir gehen hier im Prinzip rein und ich zu Demo-Zwecken, ich lade euch jetzt mal 1000 Tage Historie rein. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Chart, der geht zurück, lass mich schauen, der geht zurück ins Jahr 2020. Okay. Und ich möchte jetzt da für euch ein Fixed Profile reinholen. Ich stelle das jetzt kurz auf Custom
und möchte im Prinzip den Startpunkt machen wir 2020 und den Endpunkt machen wir, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? 3, 2, 1. So, der Endpunkt ist irgendwo so im Jänner, Anfang dieses Jahres. So ist das Profil jetzt gemacht. Das heißt, Tester, Moment, wo ist er denn? 21, 22 und jetzt haben wir 23. So, das ist der erste Handelstag. Das passt und das Endeprofil ist auch bei diesem Handelstag. Das heißt, alles, was das Jahr passiert ist, ist in diesem Profil nicht drinnen. Das heißt, das haben wir gesehen Anfang des Jahres. Und das Ganze ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Das heißt, das Profil geht genau bis da. Die Informationen haben wir. Ja. Und wir sehen hier im Prinzip, ich mache das jetzt auch ganz quick and dirty und ganz einfach. Ich schaue mir das einfach einmal an. Ja, ich sehe das Profil und zeichne jetzt einfach ein, wo ich mir denke, das sind Zonen, vor allem da, das könnten Zonen sein, die interessant sind. Und es könnten hier im Prinzip Zonen sein, die einfach uninteressant sind für die Händler, weil wir da in die letzten 3, 4 Jahre einfach kein Volumen gemacht haben. Ja. Also ich kann dann die ganzen Spitzen einzeichnen und so weiter und so fort. Wie auch immer. Und dann kann man sich schon anschauen, dass diese Zonen im Prinzip im Vorjahr schon interessant waren. Also das Profil geht bis daher, ja, und der Kurs reagiert im Prinzip hinten noch auch auf gewisse Zonen. Dann kann man sich gern so Sachen zubeschirmen. Diese erste Ablehnung hier, im Prinzip, der ist auch in eine Zone reingegangen, wo nicht viel was los war. Der Retest ist hier reingegangen, wobei wir den ja in unserem Profil erst hier gemessen haben, Anfang des Webinars. Wir sind ja hier hergegangen und haben das Zeug angefangen zu messen. Ja, von der Value-Zone. Also ganz korrekt sind wir hier hergegangen, weil ich diese Seitwärtsphase mitgenommen habe und habe mir die Zonen einzeichnet. Aber die Zonen sind vorher im Vorjahr auch schon relevant oder die vorigen Jahre. Das heißt, der Markt vergisst das alles nicht, so wie es ausschaut. Und das kann man sich anschauen. Wie gesagt, und ganz interessant ist dann, jetzt haben wir das Jahr, ja, das sind die letzten Jahre, und dann kann man vergleichen. In diesem Jahr, dieser Peak ist natürlich da in dem auch schon drin. Ja. Das Hoch von dem Jahr ist in einer Low-Bereichszone, wo danach dann eigentlich wieder Value kommt. Wir haben in dem Jahr, in dem Bereich genauso Ablehnung wie die Jahre davor. Also, ich hoffe, ja. Habt ihr das einigermaßen, was ich sagen möchte damit? Und was halt gern passiert, und das ist in kleineren Zeiteinheiten besser zum Anschauen, das ist, wenn ich irgendwo ein Vakuum habe, das passiert gern am täglichen Profil, das kann ich hier besser zeigen, glaube ich. So, machen wir täglich rein. Der Markt macht gerne Folgendes. Wenn ich am Vortag am Bereich habe, wo relativ wenig war, ja, wenn er dann den Bereich anhandelt, dann macht er den hier volumentechnisch wieder zu. Das heißt, das, was wir jetzt wenig gehabt haben, haben wir jetzt viel. Ja, das kann man sich anschauen. Sollte man sich anschauen. Das hat alles ein bisschen Research muss man schon machen. Ne? Man kann sich auch anschauen, wie sich die ganzen POCs von den Tagen verhalten, was Levels betrifft. Ja, kann man sich auch anschauen. POCs sind Value-Zonen, definitiv rundherum. Ja, das kommt darauf an, wie stark dann diese POCs sind. Man kann diese Profile, das kann ich auch noch zeigen, filtern. Das heißt, ich möchte zum Beispiel nur starke POCs haben. Dann gehe ich hierher im Prinzip und gehe da unten hin und da habe ich einen Filter. Das heißt, ich kann dem Profil hier sagen, hör zu, wenn ich irgendwo ein bisschen was mehr an Volumen habe, dann hätte ich gern, dass du mir das rot machst. Ja. Und dann muss ich halt schauen, im Prinzip auch auf Historie, was ist viel Volumen, was ist wenig Volumen. Und dann sieht man schon, wo
POCs sind, die einfach stärker sind wie andere POCs. Ja? Oder POCs sind, die eben nicht so stark sind. Das ist wie mit dem Delta. Ja? Ich kann Delta-Divergenz oder eine Imbalance von 300% haben im einstelligen Volumenbereich. Macht natürlich zum Beispiel beim S&P 500 überhaupt gar keinen Sinn. Ja, da möchte ich Imbalancen suchen, die stark sind und nicht jede. Und so verhält es im Prinzip mit dem Volumen auch. Also ich möchte wissen und sehen, wo extrem viel gedreht wird. Und ich habe da, ich glaube, bei den ersten Webinaren kann man das mit dem Cluster Search und eben mit diesen Footprint-Geschichten relativ sauber und gut definieren, was im jetzigen Kontrakt zumindest relativ starke Zonen sind und was nicht. Und dann nimmt man sich im Prinzip das Ganze zusammen, was wir halt durchgeredet haben, ein bisschen Volumenprofil anschauen, auch gern die Jahresprofile. Ihr habt es gesehen, das ist gar nicht so uninteressant. Schaut euch das an den vorigen Jahren an, wie das gelaufen ist, schaut euch das an verschiedenen Märkten an. Und wie gesagt, ich zeige euch hier im Prinzip nur die technische Herangehensweise mit den Tools, was ihr damit macht, welche Strategien, dass ihr damit baut. Das ist euch natürlich überlassen. Es sollte nur in Atlas halt für diese ganzen Sachen eben auch Funktionalität geben, damit man das gut angehen kann zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, Fraktal habe ich schon gesagt. Also machen wir das einfach mal. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Ich kann mir ja auch das Ganze mal testweise hier im Minutenchart. Jetzt sind wir gerade aktuell. Wir haben gerade auf meiner Uhr 18:51. Es ist 18:51. Wir nehmen uns jetzt einfach diesen Minutenchart her und schauen wir uns einfach einmal an, wie waren da die Verteilung der letzten paar Minuten. Ja, und da sehen wir gleich, ob diese Bereiche natürlich angelaufen werden, das weiß ich nicht. Da muss man natürlich größere Bereiche anschauen. Aber wir wissen definitiv, dass eben hier ein Bereich entstanden ist. Ja. Und hier ist auch ein Bereich im Entstehen. Es ist so. Okay. Und der Bock ist auch da unten drin. Und hier oben im Bereich haben wir auch eine Zone. Also ich mache das jetzt ganz schlampig. Ja, seid mir nicht böse. Ganz quick and dirty. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist ja schon alles passiert, das ist eingezeichnet, ja sicher. Ne? Aber für mich ist es halt dann interessant, wenn ich hier unten anfange zu nachschauen, wo hier Zonen sind, damit ich unter Umständen, wenn ich das handle, einen Bereich habe, von dem ich ausgehen kann, wo es hingehen könnte. So, schöner Schachtelsatz. Aber was ich sagen möchte, man macht sich im Prinzip nur Locations, Trade Locations. Ja, Ausbruch, Retest, hier haben wir die Mitte nicht geschafft, zur nächsten Value-Zone. Es ist natürlich immer bitter hier, wenn man sagt, na gut, ich habe einen Ausbruch nach oben, ich möchte in die nächste Value-Zone, gar nichts ist muss. Ja, aber da ist ein Tipp am Rande, schaut euch diese 50% Geschichten an, die ich gern eben verwende hier, aber auch zwischen den Levels, schaut euch das an. Ja. Also wenn ich zwei Bereiche habe und ich spekuliere darauf, dass ich den Bereich hier oben erreiche, dann kann ich mir zumindest bei der Mitte schon Gedanken machen, was ich. Also schaut euch das an. Es ist alles fraktal. Mich würde es jetzt selber interessieren, weil ich bin ja hier absolut nicht unterwegs am S&P, aber ich weiß, dass viele von euch das machen. Was hier los ist, ob man hier Value-Zonen finden, das können wir hier live einmal machen, ohne vorbereiten. Bin sowieso nie vorbereitet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also ich würde gerne nur den unteren Bereich hier haben. Hier oben haben wir dann Value gemacht, diesen Bereich. Und da sehe ich von der ganzen Bewegung mal relativ wenig eigentlich. Ja, das ist schon eine arge Zone. Aber damit wir es halt richtig machen, zeichnen wir es ein. Das ist schon eine arge Zone. Also das wäre im Prinzip dann jetzt ganz quick and dirty, was man sich geben kann. Und das ist ja auch, so Sachen sind auch immer wunderschön am Minutenchart. Ja, kann man es auch einzeichnen.
Das ist wunderbar, weil hier hast du im Prinzip eine große, hier unten hast du aber hier eine kleine und hier eine kleine. Das ist cool. Ja, das gefällt mir. Also hier seht ihr genau in Minuten, also wie gesagt, das funktioniert im Kleinen genauso. Ihr seht genau, dass das Marktteilnehmer sich einig waren, dann haben sie gedacht, es muss billiger werden und dann ist es fast wieder dorthin marschiert, was war. Ja. Und so geht es im Prinzip den ganzen Tag. Kann man sich das anschauen und kann man sich im Prinzip richten, das Ganze. So. Also das ist im Prinzip nur, damit ihr wisst, wo könnte man was machen. Man kann das Ganze ganz, ganz klein aufbauen. Man kann dann die Zeiteinheiten runtergehen und kann Value-Zonen im Prinzip definieren. Geht rauf, geht wieder runter, was war, geht wieder rauf, was war. Also wie gesagt, Fraktal, ja, alles was im Großen funktioniert. Und schön ist dann natürlich, wenn ihr solche Dinge habt, die sich überlagern. Aufs Jahr, auf die Woche. Bis runter und dann seht ihr im Prinzip hier auch, dass sich hier starkes Volumen bildet. Und wenn ich dann das Jahr drüber liegen habe, den Tag drüber liegen habe und dann vielleicht die 4 Stunden und Stunden und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dann habe ich einen Cluster, einen Volumencluster in allen Zeiteinheiten und das sind dann, umso weiter ich rausschaue, wenn ich hier im Prinzip am Tageschart aufs Jahr schaue, dann sehe ich ja im Prinzip eher diejenigen oder das Gesamte, wo ja die längerfristigen auch unterwegs sind. Ja, also hier am Minutenchart werden wir hier wahrscheinlich keine längerfristigen Teilnehmer sehen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass hier im Prinzip die längerfristigen Shorties drinnen war am Minutenchart. Ja, aber wir sehen das und wir können das messen. In dem Fall, ja, schauen wir uns das Ganze an. So, von dieser Zone weg ist am Marfe gebrochen. Wir sind mal hier im Prinzip in den Value-Bereich eingegangen und dann kann ich da zurückgehen. Und dieser Value-Bereich als zugegeben nicht stark, aber dieser Value-Bereich ist kein starker, aber er ist definitiv wieder angelaufen worden. Und das könnt ihr schön mit Charttechnik kombinieren, das Ganze. Ja. Ah, danke. Carsten hat mich erinnert, wegen die Neuerungen, es ist schon 7:50 Uhr. Oh mein Gott. Also ich hoffe, dazu gibt es keine Fragen. Wenn es Fragen gibt, schreibe ich mir die zusammen und werde sie das nächste Mal beantworten oder zeigen, so gut wie es geht. Volumen Profiling ist ja ein Gebiet, das einige Experten halt für sich entdeckt haben. Da kann man extrem viel machen. Also das, was ich da jetzt gezeigt habe, das ist wirklich nur Basis-Stuff. Ja, nur Basis-Stuff. Entschuldigung, weil wir es gerade haben. Ich möchte hier noch geschwind für euch die 50% einzeichnen. Mal gucken. Ja. Und hier wäre dann im Prinzip diese Zielzone, die wir uns jetzt gerade von. Bitte handelt es nicht danach nachts aus. Ja, das ist alles quick and dirty. Aber das wäre dann im Prinzip die Zielzone. Da ist dann vorbei mit der Maus. Wenn er dann anfängt, seitwärts zu gehen, dann ist dann irgendwann wieder die Entscheidung, gehen wir rauf in die Zone oder in die Folgezone, die wir uns im Prinzip hier rausholen wahrscheinlich. Muss man sich anschauen. Sei es wie es sei, ich hoffe, es gibt keine Fragen dazu. Ich lasse das einmal so lustigerweise neben mitrennen, damit wir das haben. Neuerungen. Also ich mache jetzt ein schnelles Update. Der neue Dom ist fertig. Der kommt in Kürze via Update raus. Der ist Hardware beschleunigt. Der ist laut unseren Messungen, und wir werden auch noch Videos auf YouTube machen, so wie es aussieht, einer der schnellsten Doms überhaupt am Markt. Ich war selber ein bisschen überrascht, aber es ist dementsprechend so. Wir haben Videovergleich gemacht und wir werden uns das auch noch genauer anschauen. Dieser neue Dom hat Drag-and-Drop-Funktionalität, Heatmap integriert, eine kombinierte Spalte für Orders, Queues und Profile and Loss, aber das werde ich dann genauer beim nächsten Mal herzeigen. Wie es ausschaut, haben sich die Kollegen jetzt entschlossen, diesen Quick Start Button umzubenennen auf Lernen. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Für die Neuen, für euch, das ist voriges Mal, hat es noch nicht funktioniert.
Hier sind die ersten Schritte und Steps für die Plattform, wie man Chart aufmacht, Instrument aufmacht, wie man Datenfeed verknüpft und so weiter. Eröffnung ist eine sehr schleißige Übersetzung, das wird noch geändert. Und dann wird hier im Prinzip ein kleines Video abgespielt, wo man genau sieht, wie man Datenfeed dazu macht, mit Beschreibung, Erstellung einer Verbindung und jeweils mit Video dazu. Es wird jetzt auch ständig erweitert, dass die Hinzufügen und Verwalten von Indikatoren, Änderung des Timeframes, Änderung der Charttypen, dass im Prinzip auch neue, die frisch dazukommen, eine kleine Bibliothek haben, wie die Grundfunktionen funktionieren. Die Bücher sind fertig drin, da kommt, was ich weiß, nichts mehr dazu. Das Ganze hat hier noch ein Template gekriegt, wo man eben Smart DOM, Tape und Chart-Templates rausholen kann. Wo ich gleich sehe, was das nächste große Ding ist, das Team arbeitet gerade an unserer Heatmap-Verbesserung. Das heißt, wenn man die Heatmap aufmacht, hat man gleich den gesamten Tag geladen und man kann gleich drauf losarbeiten und braucht nicht mehr warten, bis sich der Chart mit Daten füllt. Das sind so die größeren Dinge, die gerade am Laufen sind. Und ich habe vor, dass wir Anfang nächsten Jahres eben das TPO and Profile, die Profilierung als Ganzes hier noch ein bisschen verbessern, auch was das TPO betrifft und so Kleinigkeiten, was man die Profile an sich verbessern kann. Da wird es dann einen größeren Schritt geben. Aber das ist alles in allem, was gerade passiert. Und wie gesagt, lasst euch überraschen, ein paar Sachen. So wie ein Eco-Kalender und ein Newsfeed. Also da pfeifen die Spatzen schon vom Dach, dass da was kommen sollte, was relativ gut wird. Für Atlas-Kunden auch, weil sie das Ganze dann in der Plattform verwenden können und dann wirklich up-to-date sind, was passiert. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, es gibt eine Frage, sehe ich gerade. Benötige ich einen besonderen Datenfeed für den Dom, fragt der Carsten. Das kommt darauf an, was du mit dem Dom machen möchtest. Ja, also man braucht nicht 100 Levels Markttiefe für den Dom, wenn es um Scalping geht und um schnelle Bewegungen, die man rausziehen möchte. Man braucht einen schnellen Datenfeed, einen richtig schnellen Datenfeed. Und da ist CQG oder Rhythmic sind da eben für diese Einsatzgebiete, wenn ich in Echtzeit Pooling Stacking sehen möchte, wenn ich sehen möchte, wer wird gerade ins Unendliche gekauft und es kommen Limits rein. Ich möchte mit euch am aktiven Webinar machen. Ich hoffe, da gibt es Interessenten dafür, weil das wird dann, das ist halt kein einfacher Content, aber es ist hochinteressant, wie sich, da können wir uns einmal anschauen, wie man sich einen Workspace ohne einen Chart aufbaut. Ja. Können wir uns anschauen, wie das mit den Doms läuft, so wie große ehemalige Prophäuser in England. In London arbeiten. Es ist nicht so, dass die keinen Chart haben. Ja, das ist absoluter Blödsinn. Ja, das ist ihr Glaube. Also die haben sehr wohl Charts und die schauen genauso auf Charttechnik und auf Zonen, wo eben andere zum Beispiel von den Stops rausgeschmissen werden. Ja, und die sehen dann im Prinzip im Dom, ob da auf der Limitseite auch noch nachgelegt wird und so weiter und so fort und schneiden dann halt deren Profit raus. Also da gibt es einige Händler in Amerika, die handeln wirklich ohne Dom. Ja, aber wenn man ohne Dom handelt, ohne Chart, pardon, wenn ich ohne Chart handle, dann bin ich im Prinzip wirklich nur bewegungsabhängig. Dann muss ich wirklich auf die Bewegungen schauen und ich habe im Prinzip keinen Anhaltspunkt. Ja, die wissen gerade, ob sie am Tageshoch und am Tagestief sind und schauen sich einige Märkte gleichzeitig an. Sollte man auch machen. Ist keine schlechte Idee, egal was man macht. Vor allem, wenn du korrelierende Märkte hast, wo der eine ein bisschen was anderes macht wie der andere. Oder der eine zu weit läuft oder zu wenig weit läuft. Also da gibt es ja sehr viele Nuancen. Kann euch euer Coach des Vertrauens auf jeden Fall weiterbringen und weiter erzählen. Aber wir können uns das gerne mal in der Markttiefe anschauen. Also es macht auch auf jeden Fall Spaß, dass man mal wirklich sieht, wie die Märkte nebeneinander laufen. Das macht mit dem neuen Dom umso mehr Spaß, weil die im Hardware beschleunigt sind. Also da ist wirklich das, was der Feed in Echtzeit liefert, kriegst du vor die Augen. Und ich sag's euch, es ist zu viel und zu schnell. Und dann kann man sich jetzt mit den neuen Tools, was wir im Dom haben, eben ein wenig helfen, was die kurzfristige Geschichte angeht. Danke, Wolfgang, für die Blumen.
Ob es Info zu MBO-Daten gibt, zu MBO-Daten gibt es im Prinzip keinerlei mehr Infos, außer dass es in Atlas integriert und fertig ist. Es fehlen noch die Tools dazu und die sind gerade in Arbeit. Und da passiert ganz, 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 ganz viel. Auch von Third-Party-Developern, da kommt einiges und das wird Anfang nächsten Jahres dann bei uns auch sein. Das heißt, das wird dann noch einmal eine kleine Verbesserung im DOM werden, wo ich dann nicht nur sehe, wie viel an Limit-Orders drinnen liegen, sondern ich sehe, wie groß die verschiedenen Orders sind, die da drinnen liegen. Das wird ganz, 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 ganz interessant. Okay, da kommt schon Feedback, dass wir sowas mit der Markttiefe mal machen. Ja, wie gesagt, einige werden da wahrscheinlich aussteigen, aber ich mach's gern. Ja, machen wir das. Schauen wir uns das einmal an, wie das wirklich hardcore-mäßig ausschaut. Also das gibt's dann nicht viele Kerzchen, da gibt's dann sehr viele Zahlen. Gut, Nelson, ich glaube, ich bin hier durch. Schade, dass wir da keine Minute mehr Zeit haben. Das wäre wirklich interessant, aber er kämpft sich dir gerade bei den 50% ab. Wie so quick and dirty Geschichten funktionieren. Also schaut es euch zu Hause an, schaut es euch in Ruhe an, verwendet nicht nur das gesamte Tagesprofil, schaut, dass ihr auch wirklich kleine Fragmente rausholt, wo eben Value gemacht wird. Ja. Seht ihr halt am Tagesprofil wahrscheinlich manchmal nur so, ja. Aber von Value zu Value, ganz wichtig. Ich bin durch. Ja, auf jeden Fall mega Content heute. Ich schließe mich hier den Feedbacks an. Super Webinar und wie immer versuchen wir das so schnell wie möglich online zu stellen. Dann kann man das auch in Ruhe nacharbeiten. Und ja, ich freue mich, dass so viel Interesse heute Abend da war. Und da geht der Kurs dahin, wo du hin haben wolltest. Und wegen Terminen 24, da komme ich nochmal auf dich zu, Michael. Und so, dass wir das hoffentlich auch nächstes Jahr dann genauso weitermachen. Vielen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank, Michael. Wünschen einen schönen Abend. Viel Erfolg diese Woche noch und würde mich freuen, wenn Sie dann entsprechend nächstes Jahr wieder dabei sind. Und selbstverständlich hast du das Schlusswort. Ja, schönen Abend und genießt den Abend. Bis zum nächsten Mal. Baba.